Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Es geht weiter. Wir werden hier die Wüste ein bisschen erkunden. Baggerisch, genau. Hab den Namen schon wieder vergessen. Ja, letztes Mal sind wir hingeschwommen. Mal schauen, was wir heute noch so alles Schönes finden werden. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Arena gefunden. Mit dem Blutigen haben wir auch schon zusammengeprügelt. Ja. Und es ist schon wieder passiert. Also erstmal ne frohes Neues und so, wenn der Part veröffentlicht wird. Sollte es der 3.1. schon sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder der zweite Erste. Ja, du Quatschbacke schon wieder. Und es ist schon wieder passiert. Ja, ich habe schon wieder, mich hat das Gothic-Fieber gepackt. Ich habe irgendwie Bock auf das Spiel. Deshalb nehme ich wieder unheimlich viel im Voraus auf. Wir haben jetzt gerade den 18.12. ja, gut, alle zwei Tage kommt ein Part. Ein bisschen noch Vorrat aufnehmen. Ich gutes Deutsch. Und ich habe mich immer noch nicht erkundigt, gebe ich ehrlich gesagt zu, wie das hier sich verhält mit den Truhen und so. Wenn ich eine Straftat begehe, welche Konditionen gelten, dass man mich dabei erwischt, weil, offensichtlich ist das ein bisschen komisch, aber ich nehme einfach mal hier die ganzen Sachen mit. Zu so einer Schatulle kann ich nun mal nicht nein sagen, da liegt ein bisschen Gold rum. Ist das eine Truhe oder? Ne, ist was zum Hinsetzen, ne? Kann ich direkt nicht nein sagen, es tut mir leid. Bin eigentlich nur ein bisschen hier rumgelatscht, um meine unheimlich interessante Geschichte zu erzählen. Und dann laufe ich einfach hier rein und, oh mein Gott, da liegt was rum. Das kann ich ja nicht einfach so stehen lassen, hallo? Ja. Ist auf jeden Fall gut. Ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich daran, wie ich das damals gehandelt habe. Ich dachte, mir war das einfach egal. Ich habe einfach gemacht. Okay, dann gehen wir mal zu der Quatschbacke. Die hat ja offensichtlich einiges zu erzählen. Amul. Und Beliar erkannte seinen Feind und sein Zorn war groß. Willkommen in Baccaresh, der Stadt Beliars, Pilger. Mein Name ist Amul. Ich bin einer der Schwarzmagier. Ja, siehst du immer schwarz, oder was? Einen hübschen Tempel habt ihr hier. Ja, du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? Wow. Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich. Alles Weitere wirst du schon alleine herausfinden. Okay. Ja, was für eine Überraschung. Wir müssen gut mit dem Ort uns stellen, sage ich jetzt mal, um da reinzukommen. Ähnlich wie in Kapnun. Kann ich von dir lernen? Es erfordert große Klugheit, die Zauber Belias zu wirken. Und? Und ich werde dir erst etwas beibringen, wenn du dich um die Stadt Baccaresh verdient gemacht hast. Na, das war ja klar. Na, dann, danke für deine 64 Gold. Wir sind das erwählte Volk. Ist das so? Oh Gott, das kommt mir bekannt vor. Für Beliar die Herrschaft. Das kommt mir gerade verdammt bekannt vor, deswegen, komm, wir kämpfen einfach nochmal in der Arena. Das war die falsche Taste. Ich wusste nicht, dass du da Emotes machen kannst. Gut, war Zufall. Hallo, Hernando. So, nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist vielseitig. Vergiss es. Du hast bezahlt, du kannst kämpfen. Danke. Gut, dann Zeit, den Vielarmigen umzubringen. Vielleicht haben wir noch den mit den neuen Schwänzen, das wäre auch lustig. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht derbe auf die Fresse, aber ich meine, we will see, nicht wahr? Wozu können wir dann safe scammen? Also ich bitte euch. Das muss ja einen guten Grund geben, ne? Ahmed, zieh deine Schwerter. Zeig mir, was du kannst. Zeig ich dir. Guck mal, ich kann Linksklick spammen. Kannst du das auch? Hast du auch eine linke Maus, hast du? Oha. Jetzt wollte ich gerade mit der KI wieder spielen und dann seht ihr, was dabei rausgekommen ist. Warst du komplett aus. Tja, Ahmed, der Vielarmige, hat es leider auch nicht so gegen meine hohe Kunst des linke Maustaste Spams. Da kommt er einfach nicht gegen an. Tut mir leid, Ahmed. Aber das war ein bisschen hier aus der Brühe trinken. Die bestimmt. Muss bestimmt geil sein, wenn das Wasser einfach so den ganzen Tag oder seit mehreren Jahrtausenden da wahrscheinlich einfach still steht. Das ist bestimmt richtig nice. Das ist richtig lecker, ne, Jungs?
Wollt ihr auch ein bisschen was? Assassine. Aber hier gibt es keinen Händler für Pfelle oder so ein Schwachsinn, ne? Okay, das kann ich nicht überklauen, will ich jetzt nicht unbedingt. Was hast du mit Ahmed gemacht? Der Mann ist völlig kaputt. Hast du dich geguckt? Dafür bin ich doch angetreten. Naja, auch wieder wahr. Ja. So, nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? Na. Das habe ich nicht gesagt. Was? Wenn du mich verarschen willst. Oh nein, natürlich nicht, Vater des schnellen Kampfes. Allerdings musst du noch gegen die Tempelkämpfer antreten. Eine Auflage von Tiska. Nur wer gegen die Tempelkämpfer besteht, bekommt den Titel Champion von Bakaresh. Warum sagst du das erst jetzt? Hey, du hast mich nicht gefragt. Aber es wird dir Ruhm und Ehre bringen. Und hoffentlich auch Gold. Nur für den Gold. Dann schick mir mal den Mufasa. Ah, eine große Summe für einen großen Kampf. Hey, und mach's dieses Mal bitte nicht so schnell, ja? Das Publikum will schließlich was sehen. Okay, ich werde mich extra beeilen, so schnell wie möglich den umzuhauen. Der Typ im Hintergrund nervt ein bisschen mit seinen Geschichten, aber ja gut. Das ist ja... Vor allem seine Platte hat ja irgendwie einen Sprung, erzählt immer das Gleiche. Hallo, wem soll ich aus dem Maul hauen? Habe ich schon gewonnen, oder nicht kommt? Mufasa, da ist der. Ist das nicht der... Ich werde dich besiegen! Oh, das wirst du bestimmt. Ist das nicht der aus... König der Löwen? Keine Ahnung. Guck mal, ich kann nichts mehr. Ich hab's extra nicht so schnell gemacht, okay. Ja, es fühlt sich an wie Cheaten. Es tut mir auch leid. Ich bin halt ein Loser, okay. Ich brauche das. Ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Oh, wen schickt er mir wohl als nächstes hinein? Stellt euch nur mal vor, ich würde das auf schwer spielen, Alter. Ich wäre nun dann ja nicht durch. Ich hätte nicht mal das Anfangsdorf verlassen. Nee. Hallo, Hammer. Hier in der Arena von Bakaresh wurde das Unmögliche vollbracht. Mufasa, der Wilde, wurde besiegt. Hier steht der Sieger. Und er ist gekommen, um sein Gold abzuholen. Natürlich. Sieger über Mufasa. Ich sagte dir doch, ich mache dich reich. Das ist nett. So, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Oh nein, der eine war der Torwächter von Ishtar. Oh nein. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakaresh verdient. Und mehr Männer umgehauen als alle Barbaren zusammen. Schon gut, du weißt, was ich will. Lass mich kämpfen. Her mit den Tempelkämpfern. So sei es. Der Kampf um die Krone soll beginnen. Unsterblicher Ruhm für den Sieger. Den Mund voll Sand für den Verlierer. Viel Glück, Kämpfer. Ich bin sehr gespannt, wie lange du das durchhältst. Ich auch, aber ich glaube einfach ganz einfach, dass ich das gewinnen werde. Weil ich habe die magisch aus in zwei. Ich verstehe. Ich verstehe den Haken an der Sache. Es ist ein unfairer Kampf, aber gut, ich kämpfe ja auch unfair, also passt das schon. Ich glaube, sie sind ein bisschen verwirrt, kann das? Ich glaube, die haben nicht den bisschen Tag erwischt. Oh Gott, ich werde dich besiegen. Ich wollte gerade gucken, ob ich mit Mufasa reden kann und dann fängt er einfach an, mir sein Schwert zu ziehen. Dann fängt seine KI auf einmal an, zu realisieren, dass sie da ist. Oh Scheiße, er hat mich vergiftet. Wie schnell kann er denn zustechen, Alter? Ich war gar nicht mit. Oh, ich hab abgeblockt. Arschloch. Ich verstehe das Blocken nicht. Vielleicht muss ich das erst vernünftig lernen, aber mir ist das ein bisschen so für mich. Ich meine, ich erwarte, wenn ich Rechtsklick drücke, dass er dann entsprechend abblockt, aber ja, es ist, kann ich den Kampf einfach anfangen? Ich werde dich besiegen. Ich habe schon wieder abgeblockt. Ich verstehe es nicht. Aber gut, ich muss es auch nicht verstehen. Das ist das Praktische. Ich bin ja schließlich kein Spielentwickler und kein was weiß ich was Mensch. Ich bin ja einfach nur ein Spaßziel, der versucht, dieses Spiel durchzuspielen. Und wenn dann halt Funktionen nicht funktionieren, dann ist das halt so. Na? Habt ihr es dann? Das ist, glaube ich, deren Verwirrungstaktik, dass du denkst, oh shit. Sind die komplett geistig behindert?
Ah. Ich werde dich besiegen. Wirst du das, ja? Warte. Wenn du mir mit deinen vergifteten Klingen kommst, dann komme ich mit den noch viel faireren Methoden. Genauso wie ich deine anderen Freunde schon hingerichtet habe. Ja, den Spiel können wir zu zweit spielen, Kumpel. Gut, hätten wir das auch wieder geklärt. Da ist nichts zu holen. Warum ist mit Taktik versuchen, wenn es stumpf genauso gut funktioniert? Bei Beliar, mein Kopf. Nicht nur dein Kopf, nein, ich wollte ihm sein Schwert abziehen. Aber er wollte lieber zum Wasserfass rein. Mhm. Okay, was ist der nächste Kampf? Ein Dreikampf? Wäre ja fast genauso fair. Vielleicht die ganze Stadt einfach gleich gegen mich, das wäre doch lustig. Hallo. Ich bin sprachlos, oh Champion von Bakaresh. Das ist ja mal was Neues. Du bist wahrlich ein großer Gladiator. Der Große. Ehre und Ruhm dem neuen Champion. Heil mir, heil mir. Nun, und wo ist mein Reichtum? Ich finde jetzt nicht, dass ich so reich, dass ich gewonnen bin. Und nur gut, danke. Verschwinde! Ist ja gut. Wollte nur gucken, was da los ist. Wer bist du, Elite-Krieger? Ich hab wahrscheinlich alle keinen Namen. Darf ich rein? Komm, gib's mir. Sag schon. Komm, was muss ich tun, damit du mich in den Tempel lässt? Du wirst den Tempel erst betreten, wenn Amul es dir gestattet. Okay, reit. Wait, Shadow Legends, was geht? Okay. Aha, halt deine Klappe, du nervst. Aber waren das alle Händler? Also, beziehungsweise Leute hier in dem Ort? Das sind ja nicht irgendwie so viele, ne? Ist ja jetzt nicht so spektakulär, finde ich persönlich. Ob ich da wohl mal ran kann? Ich wette, das stört keinen. Ulala, Verwandlungsschnapper. Ob ich mich wohl in eine Kakerlake oder sowas verwandeln könnte und einfach reingehen könnte? Das wäre doch lustig. Habe ich sowas da? Ich bringe die alle zum Schlafen. Boah, stell dir mal vor, ich könnte lesen, ey. Ist das nicht hier, hey? Blitzschlag, Krankheit, Licht, vergessen, bla bla bla. Ey, wo sind die Verwandlungszauber? Willst du mich verarschen? Ach hier, bei Tränke, natürlich. Wandlusttränk, Wildschwein. Nee, das sind alles Tiere. Das sind alles Mobs, die sie wahrscheinlich angreifen würden. Aber vielleicht. Vielleicht, wenn ich schnell bin, einfach als Wolf durchwasche. Ich meine, da quatschen sie mich ja technisch gesehen nicht an, ne? Und ich glaube, einen Wolf haben die alle noch nie gesehen. Ich bin auch eine Kreatur, Belia. So greift er mich an. Oh, lol. Ja. Ah, ich bin durch. Hab keine Stamina mehr. Fuck, fuck, fuck. Oh Gott, lauf. Nein. Ich hab dieses ekelhafte Gefühl, dass man verfolgt wird. Ich hasse das. Okay, die Musik ist aber chill. Enter. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Hallo, Sklave. Okay, du guckst so dämlich. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Warum hast du denn einen Namen? Bevor ich hier mit großen loote, wir erstmal gucken, ob man mich hier angreift. Okay, der findet Alarm, das nicht so. Eindringling! Der findet das nicht so halal. Das ist natürlich doof, dass mein kleiner Trend nicht funktioniert hat. Dass sich die KI gemerkt hat, dass man hier nicht sein sollte. Aber wie hart interessiert die das wirklich? Würde mich wissen. Würde mich interessieren. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade wird. Und der, ne? So ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass ich hier den Teleporterstein finde und mich da einfach verbessern kann. Ah, so viel Truhen und alles. Ich will die alle irgendwie gar nicht öffnen, weil... Naja, am Ende muss ich eh neu laden und dann ist das hier alles wasted time. Weil ich möchte ja schon ungern es mir mit der Stadt verscherzen sofort. Aber naja, irgendwie bin ich halt zu neugierig, tut mir leid. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob der Ring was Besonderes ist. Naja. Naja. Wird schon nicht so schlimm sein.
interessante Behausung, muss ich ja mal gestehen. Hi. Verschwinde! Ich hab dir doch eben das nochmal gehauen. Echt wie, nee. Du schlägst mich, du Hund! Ja, ich schlag dich nicht nur, ich würde dich auch gerne umbringen. Ja, ich hab abgeblockt. Hallo, 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 hallo. Ist nicht hier mit deiner vergifteten Kriegsklinge. Was ich nicht so ganz verstehe, wenn die am Boden sind, von dem schweren Angriff, warum kann ich sie dann nicht nochmal treffen? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Das finde ich ein bisschen rassistisch. So, jetzt habe ich die Situation erfolgreich entschärft. Jetzt darf ich bestimmt hier sein, ne? Auf Schutz vorgeschossen. Meine Knochen. Ja, ist gut. Nächstes Mal bräuchte sie richtig. Alles in Ordnung, Kumpel. Sollte ich auch mal da nach drüben hingehen, aber bin neugierig, was es hier noch gibt. Einfach mal eine Handvoll überhaupt nichts, cool. So, Ringe. Ringe, 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 Ringe. Pfeilabwehr, nee. Vor allem, wenn ich meinen Stärkering ausziehe, dann kann ich meine Waffe ja nicht mehr tragen. Das wäre ja fatal. So ein bisschen einer guten Keule knuspern. Ich schätze mal, die werden mich auch angreifen, weil die es nicht so lustig finden. Verschwinde. Allerdings muss ich ganz ehrlich fragen, woher wollen die wissen, ob ich nicht die Erlaubnis habe, hier zu sein. Weil ich meine, ne? Das sind ja, ich sag mal, einfach nur so ein paar Spastis, die hier oben rumstehen. Was heißt, hier bleib stehen? Ich bin doch hier. Das sind ja einfach nur ein paar Spastis, die hier rumstehen. Woher wollen die denn wissen, ob der Typ mir nicht irgendwie Erlaubnis gegeben hat? Okay. Du hast auf jeden Fall deine Medikamente vergessen zu nehmen. Oh Gott, hier sind aber ziemlich viele. Hihihi. Ah, kommst du hier hin? Ah, kommst du nicht, Trottel. Verdammt. Meine Knochen. Ach. Sofort. Ja, wird, wird, wird. Nächstes Mal frisst du Dreck. Echt? So, so nicht. Wieso nicht? Keine so Kämpfe nicht. Hier. Verstanden? So nicht. Ja gut, das führt zu nix. Profischüssen. War ein interessanter Exkurs, aber bringt ja alles überhaupt nichts. Cool. Ja, ansonsten gibt's ja hier in dem Örtchen erstmal nicht mehr so viel zu tun, ne? Haben wir Alchemie bei? Ja, Alchemie interessiert mich jetzt gerade nicht so brennend. Ich meine, ja, wobei, wir bräuchten ja, ja, okay. Dafür müsst ihr erstmal mehr Alchemie lernen, ne? Aber ja, du Spacko. Ich hab schon wieder ganz Bring vergessen. Mir was. Bring mir was. Zeig mir, wie ich Gift ver... Du brauchst ein Gift und ein paar Pfeile. Ja. Dann tunkst du deine Pfeilspitzen vorsichtig in die Fiole. Du brauchst eine ruhige Hand, also nimm dir Zeit dafür. Wer hätte das gedacht? Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Im Grunde genommen ist Gift nichts anderes als ein normaler Heiltrank. Du brauchst ein Rezept, die Zutaten und einen Alchemietisch. Kipp alles zusammen und gut rühren. Wenn es zu einer klebrigen Substanz geworden ist, bist du fertig. Geil. Ja. Ja, mehr Lernpunkte haben wir jetzt sowieso nicht, von daher. Können wir jetzt vergiftete Pfeile herstellen? Das ist ja ein Träumchen. Was brauchen wir denn für Gift? Wir brauchen vorher erstmal das Rezept für Gift, weil wir haben es ja natürlich gelernt, aber wir haben das Rezept dafür nicht. Ich verstehe. Zeig. Das macht Sinn. Das habe ich fast vergessen. Und es gibt natürlich verschiedene Arten, dieses Gift herzustellen. Das ist natürlich klar. Trank der Stärke. Aber dafür muss ich doch safe erstmal auch wieder irgendwie Scheiße lernen. Ich habe das Bedürfnis, die Bolzen zu verkaufen. Weil ich irgendwie glaube, mit Bolzen werde ich nicht mehr so warm. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, Pfeilabwehr im Vergleich zu dem, was ich habe, bringt mir jetzt auch nicht so viel. Einfach mal die Runen verkaufen, das wäre doch cool, oder? Oh, was ist das denn für eine Rune? Mal ausprobieren. Oh. Die führt mich ja in ein Rebellenlager. Komisch, komisch. Nee, das würde ich bei dem richtigen verkaufen. Ja, machen wir es mit Gold. Perfekt.
So, alchemietisch. Rezept Giftpfeil, ja genau, ne, Gift. Da brauchen wir Blutfliegenstachel und ein Fläschchen. Und das andere braucht eine Giftblase. Klar, krass. Trank der Stärke, Drachenwurzel, Kronstöckel und ein Fläschchen. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Ja, das ist ja okay. Das haben wir ja sogar da, interessanterweise. Sollten wir das vielleicht einfach mal lernen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Warte, einen Moment. Ich habe spontan vergessen, was das war. Ah, Blutfliegenstachel, okay. Also müssten wir von dem Megasmann noch lernen, wie man die entsprechend abreißt. Wobei, ich habe seitdem keine mehr gefunden. Vielleicht können wir das schon, ich weiß es nicht. Das ist hier nicht so sonderlich, oder? Krallen und Zähne abnehmen. Nee, nee, das... ist theoretisch, aber ich meine, es gibt ja nichts anderes, dann muss das hier sein. Ah, naja. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, Silvio, ich bin Silvio und das hier ist Bakaresch. Lass deine Waffen stecken, solange du in der Stadt bist. Und lass deine Finger bei dir. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Verstehe. Dann halte dich daran. Vielleicht möchte ich das ja gar nicht. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Wir sind hier eine hübsche, ruhige Tempelstadt und so soll es auch bleiben. Wenn du in den Tempel willst, sprich mit Amul. Und wenn du noch eine Runde quatschen willst, geh zu Ashnu. Er redet viel und gerne. Ansonsten zeige ich dir, wie du mit Räubern fertig werden kannst. Das klingt gut, aber wie kann das eine ruhige Stadt sein, wenn du so ein Marktschreier hast, die ganze Zeit labert? Hast du Arbeit für mich? Du willst dich nützlich machen. Akrabor bewacht den Nordzugang der Stadt. Er hat mir schon länger keinen Bericht mehr erstattet. Geh und sieh nach, was da los ist. Und wenn du schon dabei bist, sieh auch mal nach Benito. Er hält die Stellung im Süden. Okay, cool. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Das würde er tatsächlich, aber das bringt mir jetzt gerade nichts, von daher. Okay, cool. Wir haben eine Quest. Halleluja. Dann würde ich erstmal sagen, ich mache einen kleinen süßen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir nach den Herrschaften suchen. Bis dahin. Tschüss.